Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Es geht hier heiter schon wieder weiter. Vom einen Gemetzel ins nächste. Aber Leute, wir haben im letzten Part einfach den Morgenstern bekommen. Richtig geil. Fast so wie im letzten Randomizer haben wir den relativ am Anfang bekommen. Ist halt einfach so ein gottloses geiles Item, mit dem man richtig viel am Anfang schon machen kann. Ist quasi eine Waffe. Man kann den als Bombe benutzen, als Bombenersatz. Unendlich Kapazität. Super geiles Item für den Anfang. Ich bin so zufrieden, Leute. Also damit können wir richtig was machen. Sehr, sehr schön. Denn dadurch sind halt sprengbare Wände für uns erstmal kein Hindernis mehr. Und ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich hier mache. Ja. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hyrule. Und versuche unterwegs halt noch ein paar Insekten mitzunehmen. Zum Beispiel das da. Gott, ich muss aufpassen. Das ist ein Herzcontainer, glaube ich sogar, ne? Okay. Das hole ich mir. Ich muss nur aufpassen. Wir haben aber einen Morgenstern. Boah, was? Boah, ich wollte schon sagen. Ist der One-Hit? Ist er nicht. Der ist auch kein Two-Hit oder Three-Hit. Der ist eher ein Four-Hit wahrscheinlich. Ja, 4 Hits braucht man für den. Und wir kriegen 5 Rubine. Mittlerweile auch echt gut Kohle gesammelt. Also für Part 3. Bin ich damit sehr zufrieden. So, und als Belohnung bekommt man natürlich... Zack. Ein Herzcontainer. Die Musik. Dum, dum. Weiß gar nicht, soll ich das jetzt markieren als Herzcontainer? Ja, komm, markier mal. So, geil. Sehr schön. Wir sind stärker geworden. So, wir könnten jetzt theoretisch hier reingehen. Ich bin nur gerade... Ich frag mich nur gerade... Gibt's hier drin auch einen Geist? Bin mir gerade unsicher. So, das Rätsel können wir auf jeden Fall lösen. Bin ich mir fast sicher. Bin gerade nur überlegen. Gibt es... Warum ist denn hier keine Musik? Oder? Die fehlt hier irgendwie. So eine traurige Musik. Irgendwie so. Keine Ahnung. So. Ja. Sind halt ein Verschieberätsel, ne? Die machen wir mal eben schnell. Man muss halt immer die Steine nutzen. Muss dann die Steine, die man quasi als Auffangpunkt genutzt hat, weiterschieben. Und so kommt man da eigentlich relativ schnell ans Ziel. So. Ich glaube, 3 Schieberätsel sind das. Das war Nummer 1. Ah ja. Das ist jetzt schon ein bisschen knackiger. Lass mich mal überlegen. Zack. Aber ich denke, wir kommen da relativ schnell durch. Wow, das ist ja echt eintönig, oder? Ohne Musik. Macht ja einen richtig traurig. So. Da haben wir Nummer 1. Und den zweiten... Lass mal überlegen, wie holen wir uns den zweiten? Ich hab schon einen Plan. Ja. Okay, pass auf. Folgende Idee. Zack. Zack. Also ich mag ja eigentlich solche Schieberätsel. Aber ich finde es gerade so ein bisschen traurig, dass die Musik so ein bisschen verloren gegangen ist. Im Original hat man hier, glaube ich, so die normale Eisbergmusik. Kann aber sein, dass das halt auch randomized wurde und dass da, keine Ahnung, irgendwie so eine Höhlenmusik aktuell drauf ist. Weil da hat man, glaube ich, in der Höhle hat man keine Musik, oder? Bin mir gerade nicht sicher. So, einmal noch.
ist eigentlich auch wieder nichts anderes als das, was wir gerade gemacht haben. Bloß halt mit einem Stein mehr. Ne, man muss immer dasselbe machen. Im Prinzip. Bloß es steigert sich halt ein bisschen. Vom Aufwand. Vom Aufwand her, genau. Ansonsten. Oder warte mal, habe ich jetzt gelogen? Nee, ich habe nicht gelogen. Es steigert sich nur vom Aufwand ein bisschen. Okay, den baller ich dahin. Ah, und das Eis. Richtig geil, das Eis. Toll. Aber gut, Leute, wir kommen richtig nice voran. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. So, den hier. Den können wir hier stehen lassen und dann, ja, haben wir es doch gleich. Schön. Schieberätsel beendet. Relativ fast, denke ich. Fast and Furious waren wir. Nice. Richtig nice. So. Zack. Nur die Musik, die könnte ein bisschen, ne? Begnadeter sein. Okay, wir kriegen einen Schatz. Und zwar... atemberaubende 5 Rubine. Scheiße. Mann. Warum? Womit habe ich das verdient? Also wir hatten heute schon, oder wir hatten jetzt schon in dem Let's Play viele miese, ne? Also die 5er Rubine, die sind echt krass mies versteckt. Machen mich ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, was willst du machen? Okay, weiter geht es, Leute. Wir schnappeln uns mal wieder Epona, würde ich sagen. Hilfe, Hilfe. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch ein Objekt. Aua. Voll daneben. So, und jetzt schnell weg. Schnell, bevor er aufwacht. Ha. So. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall noch ein Insekt. Das ist auf jeden Fall die richtige Musik jetzt hier. So, was haben wir da? Ein Schlüssel. Nein! Schnell, 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 schnell. Was haben wir da? Was haben wir da? Schattenpalast. Was zur Hölle? Wir kriegen hier alles durcheinander. Ah. Schnell weg. Okay, ich glaube sonst haben wir hier erstmal nichts weiter zu holen, oder? Ich muss noch die Insekten nachpushen. Ne? Also wir haben jetzt quasi in dem Gebiet wieder die 2 Insekten quasi gesammelt. Genau. So. Weiter geht's. Also wir hätten jetzt im Spiel quasi schon 12 Insekten gesammelt. Haben natürlich immer alternative Items bekommen. Aber das ist für mich halt besser, dass ich weiß, ah, ich habe jetzt schon die Hälfte an Insekten. Und ich musste mir vielleicht mal noch markieren, wo ich die eingesammelt habe. Hier gibt es ja auch wieder 2 Insekten zu finden. Relativ nice. Und dann können wir nach Hyrule gehen. So, die Frage ist, wo gibt es denn hier die Insekten? Ich glaube, wir haben hier einmal den Schmetterling, der da drüben ist. Das ist ein Herzteil. Das nehmen wir doch. Aua. Danke für nix. Sehr schön. So, und... und... bam, Alter. Das hast du dir verdient. Das hast du dir verdient. So, warte mal. Und wir hatten doch hier... irgendwo gab es doch so einen Vorsprung. Da hinten. Da hinten gab es einen Vorsprung und da ist das 2. Insekt drauf. Insofern ich mich erinnere. Du, du, du. Da, 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 da. So. Und da wir den Enterhaken haben, können wir uns das auch easy holen. Normalerweise kannst du halt hier noch buddeln. Oh, jawoll, der Bogen einfach. Ist das geil. Schön. Leute, es läuft. Es läuft richtig gut. Wir kriegen geile Items. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ach, hi. Tut mir leid, Epona. Na gut, okay. Ich dachte gerade, ich erwische Epona voll. Mann! Ist halt auch noch ein Schild, ne? Der Morgenstern ist halt einfach auch noch ein Schild.
So. Vielen Dank für Ihre Mühe. Okay. Ich hole mir mal kurz hier die Felsen, weil das ist auch eine schöne Geldquelle. Mann! Diese Bockblinz. Die gehen mir ja voll auf den Sack. Leute, wir haben Bogen bekommen. Ist das cool? Ich freue mich so. Wie viel Glück kann man denn bitte haben? Boah, jawohl. Schön Kohle. Gut, gut, gut. Also das brauchen wir jetzt aber auch, das Geld. Wenn wir nach Hyrule-Stadt gehen. Jetzt muss ich ja wieder hier zweimal Insekten hochmachen, ne? Jetzt haben wir schon 14. 14 Insekten haben wir jetzt schon gesammelt. Ich bin sehr zufrieden mit uns. Und theoretisch könnten wir auch noch weiter reisen und noch mehr Insekten sammeln, aber... Ich möchte jetzt erstmal nach Hyrule-Stadt, denn da können wir vielleicht auch noch ein paar schöne Items sammeln. Und ich glaube... Warte, ich guck mal kurz. Hier? Kriegt man hier auch irgendwas? Man könnte sich einen Schatz holen. Aber ich glaube, ansonsten ist hier nichts weiter, ne? Ne. Okay, die Sache ist halt, wir haben jetzt Nacht. Wie mache ich das denn jetzt zum Tage? Hier ändert sich, glaube ich, die Zeit nicht. Weil in der Nacht nützt mir Hyrule jetzt nicht ganz so viel. Ich glaube, ich reise doch erstmal nochmal weiter. Bis halt Tag ist, wenigstens. Weil hier ändert sich halt nichts. Dementsprechend, wir gehen mal hier lang. Oh Gott. Voll das Pferd angeschossen. Ah. Hör auf, Junge. Und tschüss. Du Pflaume. Ja, komm. Den einen Rubin nehmen wir mit. Und wir öffnen mal hier das alternative Gebiet. Boah, Alter. Sprengkraft 2000. Hier müsste sich auf jeden Fall Tag und Nacht wieder ändern. Und von hier aus kann ich jetzt darüber reiten, ne? Ja, gut, das nützt mir aber jetzt doch relativ wenig. Da ist halt dieser Abschnitt, wo man mit dem Greisel, glaube ich, was machen kann. Und theoretisch könnte man auch in Soras Domain, ne? Wäre aber besser, wenn man in Soras Domain erst hingehen, wenn wir die Eisenstiefel haben. Wäre besser. So, hier kann man aber wieder Insekten sammeln. Ja. Ja, ja, ja. Oh Gott, Knochenhund. So, warte mal kurz runtergehen. Kann man hier Insekten sammeln? Ich bin gerade leicht verwirrt. Ah, das ist aber nicht viel Geld. Da kenne ich schon Besseres hier. Ah, hier kann... Oh, beim Haljasee. Oh, erinnert ihr euch an diese Flugstation von den Kukus? Das ist auch geil. Nee, hier gibt es keine Insekten, ne? Nee. Aber das hier ist halt auch... Das ist so geil. Dafür bräuchte ich eigentlich auch viel Geld. Oh, da oben geht's hoch. Da sollte ich mich mal hochziehen. Drüben gibt es, glaube ich, nur Insekten. Jetzt ist halt gerade Tag geworden. Achso, warte, ich muss mich so rüberhangeln, ne? Kommen wir da an eine Schatzkiste? Oh ja, oh ja. Wunderbar, hallo, meine Lieben. Was geht ab? Okay, eine Geisterseele Nummer 3. Nichts, was man jetzt unbedingt braucht, aber wir verschmähen das nicht. So, haben wir denn hier sonst noch irgendwas? So an sich jetzt erstmal nicht. Ne. Ah doch, da, guck mal. Bisschen Kohle. Also langsam kriegen wir Kohle zusammen, ne? Hi. Ja, eigentlich wollten wir nach Hyrule-Stadt. Das ist irgendwie ein bisschen... Ist ein bisschen flöten gegangen, das mit Hyrule-Stadt. Ich
glaube aber auch, da drüben können wir noch ein paar Insekten. Ah, Heiliasee ist halt auch so geil. Oh, Mann. Kann man auch so viele Items holen. Wir haben zwei Insekten. Wir können das mit der Kuckuckstation machen. Kostet halt auch Knete. Ich glaube, das war auch ein Insekt, was da gerade hing, ne? Ich glaube schon. So, hier ist kein Insekt. Ich glaube, das andere Insekt hängt hier irgendwo noch rum. Da muss ich mal die Augen offen halten. Ich warte mal ganz kurz. Hier gibt es, glaube ich, einen geilen Schleim zu holen, ne? Oder nur bei Nacht? Bei Nacht gibt es den, glaube ich, nur. Ja, ich glaube, den gibt es nur bei Nacht, den Schleim. So einen richtig seltenen blauen gibt es hier, glaube ich, zu holen. Okay, irgendwo da. Aber das sind nur Pfeile, oder? Sind das nur Pfeile? 20 Pfeile. Okay, schade. Schade, schade. Hätte aber auch was anderes Gutes sein können. Okay, damit haben wir aber hier schon 16. 16 Stück. Und ich würde sagen, wir beeilen uns mal schnell und gehen zurück nach Hyrule-Stadt, oder? Warum geht's dir so schlecht? Was ist los? Reite doch nicht vor die Wand. Schnell. Wir müssen zurück nach Hyrule. Wir müssen die Welt retten. Ja, das haben wir auch fertig. Geil. Freue mich. Wir kommen gut voran. Wir kommen sehr gut voran. Und wir haben halt schon einfach drei Items. Also drei Kern-Items. Richtig gut, ey. Ja, Heiliasee machen wir dann auf jeden Fall, ey. Das ist so eine gute Variante oder ein guter Ort, sag ich mal, um Items zu farmen. Weil ich glaube, allein, da gibt es allein 4 oder 5 Schatzkisten auf diesem Turm von der Kuckuckstation. Da gibt es auch eine fette Höhle. Da gibt es auch richtig viele Items. Aber da komme ich erst mit der Lampe so richtig rein. Man kann da auch so reingehen. Aber ich glaube, so richtig lohnt sich das erst, wenn du eine Lampe hast. So. Ich bin mal gespannt auf die Musik von Hyrule-Stadt. Mal gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Akneta. Oder Knefer. Ihr habt es mir bestimmt schon in die Kommentare geschrieben, wie ihr sie nennt. Also ich nenne die immer Akneta, so richtig deutsch. Ah, das ist... Ist das die Ordon-Musik? Ja, oder? Oder Haya? Ne, die Haya-Musik. Die... Ich glaube, es ist die Haya-See-Musik, ne? Ne, Ordon-Musik ist das nicht, Quatsch. Das laber ich. Das ist nicht die Ordon-Musik. Okay, wir könnten mal abchecken... Was der Typ hier drinne verkauft, aktuell können wir uns das aber eh nicht leisten, deswegen ist es eigentlich sinnlos. Für später halt mal, wenn wir den Laden billiger gemacht haben, dafür brauchen wir sowieso auch ganz viel Geld. Akneta, ja. Akneta ist jetzt erstmal der Ort, wo wir hin müssen. Und, ich erinnere mich noch an einen Typen, der verkauft einen Schild. Der verkauft ein Heiljahr-Schild, glaube ich. Der hat, glaube ich, auch ein randomized Item. Das ist, glaube ich, hier drin. Ich glaube, das ist hier drin. Mal kurz gucken. Und zwar müsste das der Gerone hier gleich am Anfang sein. Der hier. Der müsste, glaube ich, was verkaufen, was gut ist. So, genau. Boah, für 210 Rubine. Warum ist das so teuer? Ne, ist wirklich nur ein Heiliger-Schild. Shit! Was verkaufst du? Rotes Elixier. Okay, ich dachte, das ist gerandomized bei dem. Aber jetzt haben wir zumindest ein Heiliger-Schild, Leute. Ist auch nicht schlecht, oder? Ach, guck mal, wie schön das aussieht. I love it. Haben wir hier sonst noch was? Das war jetzt halt ein Verlustgeschäft, ich bin ganz ehrlich. Die verkaufen hier alle was, oder? Lampenöl. Alter, hat er sich gerade gestoßen? Der arme Kerl. Der arme Kerl. Verkaufst du auch was? Ach, du bist es. Nee. Ich glaube...
Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Schild hätte gerandomized sein können. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Macht mich gerade auf jeden Fall traurig, dass ich 210 Rubine dafür bezahlt habe. Kostet das nur... Normalerweise kostet das nur 80 oder so, oder? I'm not sure. Shit. Ich glaube, normalerweise kriegt man das in Kakariko. Für 80 oder so hinterhergeschmissen oder für 100 oder sowas. Ja, war nicht die beste Lösung, aber wir haben's jetzt. Naja. Naja. Schade. Okay, Inflation kickt halt, ne? Ja. Was können wir noch machen? Ich gehe jetzt erstmal zur Knetter. Wir können noch zwei Insekten holen dann. Auf der einen Ebene da draußen. Bei diesem Schlossgarten. Da geht das auf jeden Fall. Nochmal zwei potenzielle Items. Hier könnte ich reingehen. Das geht aber erst später. Ach Leute, der Part ist schon wieder rum. Mann. Komm, wir geben als Finale noch schnell die zwei Insekten ab, die wir aktuell haben. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Das machen wir noch schnell. Ach so. Sorry. Das ist die Automusik. Das war die falsche. Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen verwirrt, was das angeht mit der Karte. Weil ich habe, glaube ich, die HD-Version zuletzt gespielt. Und da ist, glaube ich, die... Ist das, glaube ich, links-rechts vertauscht, oder? Kann das sein? Ja. Die Musik passt hier gut rein, finde ich. Hi! So. Ja, ich hätte da welche. Zwei Stück. Einmal hätte ich da so einen Hüpper. Guck mal. Was kriege ich denn dafür? Nicht dein Ernst! Alter! Was? Das ist ja geil! Das ist ein gutes Finale, Leute! Oh, wie gut! Wie gut! Das ist... Boah, das ermöglicht uns einfach alles. Wie gut das ist. Leute, Alter, das Spiel, das... Ah, gutes Projekt, Leute, gutes Projekt. Ich freue mich. Wir haben jetzt quasi schon das Game gewuppt. Ne? Damit haben wir jetzt so eine Tür geöffnet, mit der man fast alles machen kann. Schön. Und nochmal Kohle bekommen. Alles klar, Leute. Also mit dem Ende hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi.